Hallo meine YouTube-Freunde und die, die es werden möchten. Heute geht es wieder um Dellenreparatur und hinter mir steht ein Mercedes und der Auftrag heißt, alle Dellen müssen raus. Ich muss diese Dellen erstmal suchen, das zeige ich dir in diesem Video. Dann werde ich diese Dellen reparieren, das zeige ich dir auch in diesem Video. Als erstes, wie suche ich die Dellen? Ja? Dafür, wo ist meine Lampe? Meine Lampe ist nicht da. Was machen wir dann? Ja. Ein Streifensäge. Du gehst einfach zum Auto, legst den Streifensegel an und schaust dir die Bauteile durch. Und jetzt mit der Lampe. Da schalte ich dann auf 3 Streifen um, damit ich mehr Fläche sehen kann. So, von dieser Position kann ich jetzt nur die Tür anschauen. Okay? Die Tür hinten links hat nichts. Dann gehe ich mit der Lampe Schritt nach vorne und muss wieder zurück. Die Fahrertür hat hier eine Delle. Und so gehe ich Schritt für Schritt das ganze Fahrzeug durch. Und dann, vor allem, wenn ich jetzt aufs Dach möchte, ne, dann musst du erstmal die Lampe umbauen. Klar machst du das zwar einmal, aber das musst du ja machen. Und dann gucke ich mir die Dachholme noch durch. Ah, hier ist noch eine Kleinigkeit. Und hier ist zum Beispiel die Stärke der Lampe. Diese kleine Delle habe ich mit dem Segel nicht gesehen. Ganz, ganz kleine 10 mm Delle. Aber mit der Lampe ist sie zu sehen. Hier mit dem Streifensegel. Naja, jetzt wo ich es weiß, ist es auch erkennbar oder leicht erkennbar. Aber davor habe ich es nicht gesehen. Aber mit der Lampe erkennst du es, also deutlicher. Also mit der Lampe geht es etwas genauer und mit dem Streifensegel geht es etwas schneller. Die Motorhaube hat eine sehr interessante Delle, also eine richtig große Delle, direkt auf der Kante und auch mit Stauchung. Und das Allerschlimmste ist, das Bauteil ist aus Aluminium. Wobei, ich will nicht damit sagen, dass das Aluminium nicht reparierbar ist, aber hier brauchst du halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel Kraft. Die Kraft kannst du reduzieren, indem du dieses Bauteil wirklich sehr heiß machst. Also hier 160 Grad ist schon gar nichts, also es muss sogar ein bisschen drüber gehen. Dann hast du die Möglichkeit, hier mit viel weniger Kraft diese Delle rausmassieren. Aber bei Aluminium ist einfach so viel Widerstand da und gerade bei solchen Dellen, wenn jetzt hier noch kein Zugang da ist, dann wird es kritisch und das muss man jetzt ganz genau angucken. Aber als erstes schauen wir uns die Delle mal an. So sieht es aus, sehr scharf, direkt auf der Kante richtig tief. Ich gehe jetzt einfach noch nah dran. Oh mein Gott, guck dir die Stauchung an, das ist jetzt hier auf der rechten Seite. Das muss alles rausgeklopft werden. Grundsätzlich ist es so, wenn ich direkt in der Tiefe beginne die Delle rauszumassieren, dann wird die Stauchung mit etwas mitgezogen. Aber zum Schluss musst du trotzdem dann um den ganzen Bereich da nochmal sehr viel nachklopfen. Ja, da bin ich gespannt. Also hier ist es wirklich sehr wichtig, dass ich hier einen Zugang habe. Ohne den Zugang wird hier bei dieser Motorhaube nicht viel zu holen sein, weil Mercedes Aluminium ist ganz, ganz anders und ja, benötigt schon an sehr, sehr viel Erfahrung. Aber wir werden sehen. Den Zugang möchte ich mir natürlich jetzt gleich angucken. Die Delle befindet sich hier. Hier. Also ich habe hier die Möglichkeit reinzugehen, weil hier innen drin ist alles doppelt, wenn nicht dreifach, zusammen verklebt. Ja, man sieht hier diese ganzen Bleche, die aufeinandertreffen, weil Mercedes hat wirklich einen sehr komplizierten Innenaufbau von der Motorhaube. Liegt natürlich an einem Gewichtersparnis und Fußgängerschutz. Aber wir haben Glück, also hier habe ich die Öffnung. Wichtig ist einfach nur, dass die Öffnung dann ja irgendwie geschützt werden muss, dass hier der Lackschaden dann zum Schluss nicht so stark ist. Im schlimmsten Fall muss man dann mit dem Lackstift nachbessern. Okay, Motorhaube muss funktionieren. So, beim Seitenteil habe ich jetzt auch mit dem Streifensegel nur eine Delle gesehen. Jetzt habe ich die Lampe hingestellt und sehe, da sind 2 Dellen, sogar eine in der Kante. Und die schauen wir uns jetzt an. Einmal hier beim Rücklicht in der Nähe, eine sehr schöne. Und dann habe ich noch hier in der Kante. Und das hier müssen wir jetzt sichtbar machen. Da, da ist sie ja schon. Schau. Mit dem Segel ist sie mir nicht aufgefallen, aber mit dem Segel habe ich auch nicht so ganz genau geguckt.
Beim Seitenteil ist es wichtig, einen Zugang zu schaffen, und hier werde ich auf jeden Fall das Rücklicht ausbauen, weil ich habe schon vorher in den Kofferraum reingeguckt, da die Innenverkleidung hat keine Zusatzöffnung, nur für das Rücklicht, und daher Rücklicht aus, und dann gucke ich, ob ich da mit dem Hebel schön reinkomme und das rausmassieren kann. Kleben, die sind zu scharf, das würde einfach zu lange dauern, deswegen werde ich hier schon Abrüstarbeiten leisten. Hier die Tür hinten rechts, hat sehr interessante Dellen hier unten. Zwei Stück, die konnte ich auch mit dem Streifensiegel sehr, sehr deutlich sehen. Und da habe ich einen Zugang, normalerweise habe ich da einen Zugang, und ich muss hier keine Türverkleidung abbauen. Und noch eine interessante Delle ist hier in der Beifahrertür. Eine lange, scharfe Delle unter dem Türgriff in der Beifahrertür. Die nächste Delle ist die in der Fahrertür, sehr scharfe Delle. Mit einem Lackschaden, den zeige ich dir dann noch. Aber so erkenne ich sie mit der Lampe und so mit dem Streifensiegel. Hier deutlich zu sehen, der Lack ist ab. Also der schwarze Punkt ist die Grundierung, die dunkle Grundierung. Hier die Delle muss raus. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die Tür natürlich zu lackieren, damit es auch schön aussieht, was bei Silber sehr, sehr gefährlich ist. Gerade bei diesen Pigmenten, wenn du dir die anguckst, wie ihre sie verteilt sind. Um diese mit einer Reparaturlackierung zu treffen, diese Pigmentenanordnung, ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Und da ich ja natürlich mit dem Kunden gesprochen habe, dann weiß ich, dass es nur ausgebessert haben will, aber das mache auch nicht ich, sondern er selbst. So. Und hier die Delle, wichtig ist die Delle und der Lackschaden wird bleiben. Und das muss man bei der Kalkulation berücksichtigen. Und jetzt beginnen wir mit der Reparatur, und hier möchte ich nochmal auf das Werkzeug, womit ich diese Dellen repariert habe, eingehen. Und zwar hier bei der Tür habe ich erstmal diesen Hebelset von Dentkraft verwendet, und zwar den größten Hebel, den jeder kennt, der kostet 179 Euro. Das ist auch bei Dentkraft der günstigste Set, aber für mich ein sehr interessantes Set, was wirklich in der Anschaffung nicht zu viel kostet und aber seine Arbeit sehr ordentlich macht. Dann im Finish-Bereich habe ich hier das Werkzeug, das scharfe Werkzeug, Türhebelwerkzeug natürlich, der Firma Ultradent verwendet. Um einfach nochmal hier die Tiefe rauszuholen. Gut, mit dem Hammer dann die Fläche wieder hergestellt und somit die Delle repariert. Beim Seitenteil hatte ich einfaches Spiel, und zwar mit meinem Universalhebel. Das ist ein ganz normaler Hebel, den ich schon vor 20 Jahren gekauft habe, der Firma Nüssle. Mit einer Kugel vorne dran. Der ist 12 mm im Durchmesser, und ich setze ihn immer da ein, wo er einfach einen Zugang hat. Also eigentlich ist er bei mir permanent im Einsatz. Und da ich mich an die Kugel schon gewöhnt habe, kann ich damit auch sehr gut treffen. Hier zumindest zum Beispiel hast du gesehen, wie ich erstmal außen ansetze, um zu sehen, wo mein Hebel ist, und dann bringe ich ihn zu der Delle hin, um dort dann die Delle schön sanft rückwärts zu verformen. Alles, was ich zu viel rausgedrückt habe, dafür setze ich jetzt hier meinen Hammer ein, der Firma Ultradent Tools. So, in der Tür ist das hier die Öffnung, da habe ich einfach die Blende abgenommen mit einem Keil, und hier mit meinem kleinen Universalhebel die Dellen repariert. Und das ist jetzt hier schon die Beifahrertür, und zwar diese längliche Delle. Da habe ich zwei Reparaturmethoden angesetzt. Einmal die Reparaturmethode Drucktechnik. Und alles, was unter der Strebe war, habe ich hier mit Klebetechnik nochmal rausgezogen.
Und wieder hier mit meinem sehr feinem und leichtem Blending-Hammer der Firma Ultradentools das Ganze nochmal nachgeklopft. Wenn du mich fragst, welcher Hammer sehr gut ist, als Blending-Hammer zum Beispiel, wenn es hier schon um Blenden geht, dann sage ich dir, die sind alle gut. Das ist einfach, das Auge führt ja den Hammer und egal welchen Hammer du dir hier in die Hand nimmst, wenn du das gelernt hast und trainiert hast, dann kannst du damit auch umgehen. So, hier zeige ich dir nochmal, wie ich diese Kante geschützt habe. Und zwar, es ist eine Flüssigkeit, die dann mit dem UV-Licht ausgehärtet wird. Und dachte hier, wenn ich jetzt dann meinen Hebel einführe, auf dem Hebel ist auch diese Flüssigkeit drauf. Jetzt da ein ganz kleiner Tropfen, das reicht schon aus, um bei Aluminium schonend das Ganze zu reparieren. Bei Aluminiumreparatur ist es wichtig, dass die Delle immer schön warm ist, also richtig heiß, 160, sogar ein bisschen drüber Grad heiß. Und dann mit dem Hebel gezielt die Delle einfach zu reparieren. Zwischendurch wieder aufwärmen, etwas ausruhen lassen. Hier zum Beispiel auf der linken Seite die Stauchung gegenklopfen, dass einfach hier die Rückverformung einfach ist. Mit dem Hammer dann die Stauchung korrigieren und dann wieder die Stauchung korrigieren oder alles, was ich zu viel gezogen habe, wieder korrigieren. Hier verwende ich ganz normalen 200 Gramm Hammer, den ich selber 2001 zugeschliffen habe. Mit dem arbeite ich immer noch sehr gerne. Der gibt übrigens, würde ich den auch empfehlen, weil er in der Anschaffung eigentlich nur wahrscheinlich 5 Euro kostet. Das ist ein Baumarkthammer, 200 Gramm Hammer nochmal. Und den schleifst du dann einfach dir zu, weil der liegt sehr gut in der Hand, ist nicht zu weit weg wie ein Blending-Hammer von dir entfernt und du kannst in ganz vielen Situationen hiermit viel genauer und besser arbeiten. Ist einfach nur meine Empfehlung, diesen Hammer gibt es so kaum in Geschäften. Wenn es einen mal gibt, dann würde ich dir den verlinken, da gucke ich nochmal durch. Ich glaube, bei Tenzirkel habe ich so ähnliche Sachen gesehen. Aber hier ist einfach das Gewicht entscheidender für mich, weil das Gewicht, mit diesem Gewicht, also mit diesen 200 Gramm, die ich da zur Verfügung habe, brauche ich nicht zu viel ausholen, einfach nur den Hammer heben und fallen lassen und dann bewirkt das schon eine Rückverformung. Gut, und zum Schluss, wo es dann im Finish-Bereich ging, habe ich hier nochmal mit dem Dorn- und Gummihammer das Ganze nachgeklopft, korrigiert. Und achte hier zum Beispiel, kannst du schön erkennen, wie ich dann auf Abstand gehe, wenn ich nur mit dem Hammer klopfe und wenn ich dann etwas näher rankomme, wenn ich mit dem Dorn klopfe. Und hier ist dann diese Flüssigkeit abgemacht und du siehst, die Kante ist im Originalzustand geblieben. So, und das ist dann das.